Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrtes Hohes Haus, ich möchte kurz was sagen zum Angebot für inklusiven Tourismus. Ich bin ja aus einer touristischen Familie und ich muss sagen, alles, was natürlich den Tourismus in Tirol weiterbringt, bin ich froh drum. Auch wenn es um wichtige Sachen geht, dass man touristische Gebiete barrierefrei macht. Ich glaube aber auch, dass man schon sehr viele Berge und Landschaften barrierefrei gestaltet hat. Aber natürlich gibt es, wenn man sowas hört, barrierefrei, nicht nur zu denken an Rollstuhlfahrer, sondern auch an Blinde, Taubstumme und so weiter. Da gibt es sicher sehr viel zu tun. Ich möchte aber auch noch ganz einen großen Punkt dann ansprechen, wo wir noch bessern sollten und das barrierefreier machen sollte. Das sind 34 Tourismusverbände im Land Tirol. Der Tiroler Landtag darf sich ja mit den Tourismusverbänden ja beschäftigen. Und die ganzen Gebiete, was da zusammengeschlossen sind, hat es früher ja bei verschiedenen Tourismusverbänden eigenständige Ortsgruppen gegeben, die was dann zusammengeführt sind. Diese Ortsgruppen haben natürlich keine Budgethoheit mehr, sondern sind jetzt über einen Aufsichtsrat gebunden. Wenn man aber die einzelnen Gebiete nicht vernachlässigen will, dann wäre es schon wieder gut, dass man solche Gebiete natürlich auch mit einem Budget ausstattet, damit auch in kleineren Orten, die was vielleicht nicht unmittelbar so viel mit Tourismus zu tun haben wie in den Verband, was hier drinnen sind, dennoch stellen die Basis her und auch ein Naherholungsgebiet her für die eigene Bevölkerung. Und jeder von uns ist auch gerne mal an der Ochen, am See oder in der Landschaft unterwegs, da wo jetzt nicht unbedingt immer ein Massentourismus ist. Und auch dafür sollte die Tourismusverbände hergezogen sein, weil wenn man jetzt so, wenn man denkt, dass die Gemeinden, was die alle mitfinanzieren für den Tourismus, und da sagt keiner nein, da ist immer jeder dabei, aber beim Tourismusverband, die Erfahrungen, was ich gemacht habe, ist halt oft einmal schnell, nein, da gibt es jetzt nichts, weil wir haben das im Budget nicht vorgesehen. Und daher appelliere ich daher, dass man da schon einmal drauf schaut und dass man uns das Tourismusverbandsgesetz, das was ja vor 2006 ist, noch einmal genauer anschaut und das refundiert und neu gestaltet. Ich möchte noch kurz was sagen auch zu den Gleichbehandlungsbeauftragten. Ich muss sagen, in die Gemeinden, und da geht es mir sicher so, wie es vielen Kollegen von mir geht, ohne die ganzen Frauen würde eine Gemeinde überhaupt nicht mehr funktionieren. 5/6 von meinen 180 Angestellten sind Frauen. Und ohne die fleißige Arbeit und die gute Ausbildung, was die haben, würde bei mir in der Gemeinde gar nichts funktionieren. Und ich bin froh, dass wir so viele engagierte und tolle Frauen in Tirol haben. Danke.